fröhliche Weihnachten euch und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Weihnachtsspecial. Ich bin's, euer Fabian, und mit dabei ist Paddy. Und Paddy, hallo. Ich würde sagen, wir wünschen euch heute frohe Weihnachten. Wir haben gerade den 24. um 23.10 Uhr in Oldhausen, richtig. Ja, ich bin gerade noch mal kurz raus, noch mal die frische Luft tanken. Ich bin gerade noch mal überprüfen, ob meine Hühner noch leben können. Habe ich ja noch nicht. Ja. Naja. Wird ja wohl hoffentlich heute nichts mehr passieren. Sicher Weihnachtsbaum umgefallen oder so nachher. Brennt ganz Weihnachtsbaum. Weil am Weihnachtsabend ein Brand, das ist nichts. Ruf ich Paddy noch eben an. Moin! Hallo Patrick, frohe Weihnachten! Jo, wünsch ich dir auch! Wie geht's dir? Haben wir heute nicht viel miteinander gesprochen, wir haben ja mehr so aneinander vorbeigearbeitet heute. Ja. Ah, das ist schön, mir auch. Ja, und sonst? Alles jo, gut? Jo, Mutti, aber... Ach ja... Bist du zu Hause? Ja, ich bin zu Hause. Oh, das ist moin, das ist moin. Bin jetzt gleich auch bitte. Ich wollte moin sagen über Mond. Frohe Weihnachten. Gedacht, frohe Weihnachten. All out? Ja. Also moin. Aber ich bin gerade. Okay. Überrascht. Ich habe auch noch was für dich. Ein Weihnachtsgeschenk. Hier. Echt? Oh ne, jetzt wächst mich doch am Arsch. Geh mal vor. Nein, das ist... Nein! Wir sehen uns mit 22 Stundenkilometern zum Einsatz. Oh, oder? Sollte man nicht meinen, dass ich so schief stehe. Es ist saupen. Ich hab's gleich geschafft, ja! Oh, du nimmst LF? Halle. Ja, mach ich. Ich weiß noch nicht mal, wo der Einsatz ist. Ja, warum fährst du denn? Den brauchen wir doch gar nicht. Es ist wichtig, dass wir Fahrzeuge. Ich kann doch kein. Was soll ich mit dem Rüstwagen vom Einsatz? Bei einem Gebäudebrand? Ja. Das fragt mal irgendwann jemanden in meiner Feuerwehr. Dann werden wir. Ein Rüstwagen? Rüstwagen sind mit so viel Material ausgestattet, dass du den sogar in einem Einsatzfall bei einem Gebäudebrand benötigen könntest. Ich weiß immer noch, ich bin eh immer noch schneller voll als du. Guten Tag, sind wir vollzählig? Jo. Du musst nicht F8 drücken, F8 ist Heckwarner. Das ist nicht F8 gefogelt. Ja, nur per Dach. Nein! Das ist weg. Was den Heckfahren an? Scheiße, Mann. Gebäude dran, Alter. Das klingt nicht gut. Dafür nehmen wir den langen Weg. Warte, ich weiß gerade nicht mehr genau, wo die Dorfstraße ist, Mensch. Dorfstraße. Ach du Scheiße. Einmal durch die halbe Map.
hier vorne war das, stimmt. So, klopf, 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 klopf. Guten Tag, bei Ihnen wurde ein Feuer gemeldet. Okay, okay, weil hier Verqualmung, ach so, okay, das war in Ordnung. Ja, das geben wir so weiter. Keine Sorge, alles gut. Gottes Willen, da passen Sie durch. Tschüss. Und was war? Also, hier, die hatten den Kamin. Der Kamin, die hatten die Kinder den anzünden lassen. Und die Kinder haben die Tür aufstehen lassen, weil die das von den Eltern so gesehen haben, damit da mehr Luft dran kommt. Und dadurch ist zu viel Rauch jetzt da rausgezogen. Und erstens hat dann der Rauchmelder ausgelöst und zweitens, die hatten dann das Fenster geöffnet und da zog da so viel raus. Und das muss wohl irgendwer gesehen haben, aber es weiß keine Ahnung, wer das war. Ja, aber das ist nicht unsere Sache, das ermittelt nicht ich, da habe ich keine Lust drauf, falsches Weihnachten, das soll mir auch egal sein. Hauptsache, das ist nichts. Wahrscheinlich muss ich zumachen. Warum? Ach, dann fahren wir mal wieder zurück. Patrick! Ja? Gehen wir gleich noch kurz auf den Weihnachtsmarkt, hahaha. Ha. Welchen Weihnachtsmarkt? Dieses Jahr fällt er doch auf wegen zu Geldmangel. Stimmt. Jetzt musst du auch ein bisschen länger fahren, Fabian. Nee, warum? Das ist doch... Da sind wir doch dran vorbeigefahren, du Depp. Da sind wir nicht dran vorbeigefahren, du bist einfach nur einen Umweg gefahren. Ja, aber aus dem Grund, weil ich nicht mehr wusste, wo genau die Dorfstraße ist und weil ich das da am Anfang noch nicht gesehen habe, was das da qualmt, Mensch. Mensch, 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 Mensch. Nur weil du tanken fahren gehst, Mann, 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 Mann. Ja. Sollte ich doch mal wieder tun. Ich will mir halt lieber erst ein bisschen noch die Weihnachtsmusik reinziehen. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen weiter Musik hören. Happy New Year. Ja, ich würde mal sagen, ich wünsche euch noch frohe Weihnachten. Ich weiß nicht, was Patrick tut. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet beim nächsten Video rein. Und ich bin raus. Yo. Leute, ich wünsche auch nochmal frohe Weihnachten. Und ja. Ich hoffe auch, dieses Video hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und guckt doch mal bei unserer Facebook-Seite vorbei. Ciao.